Sie verhilft ihren Kundinnen und Kunden zu einer schönen, glatten Haut. Das ist Beruf und Leidenschaft zugleich für Charlene Genova. Und klar, die Paderbornerin legt auch Wert auf ihr eigenes Erscheinen. Doch genau da gab es bis vor einem Jahr ein Problem. Mir war es sehr unangenehm, den Kunden gegenüberzutreten, da ich halt sehr schiefe Zähne hatte. Und ich finde, ein Lächeln oder ein schönes Lächeln ist sehr wichtig. Ich hatte damals auch sehr starke Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Das hat mich in den Alltag sehr belastet und deswegen wollte ich das Ganze in den Angriff nehmen. Doch das war gar nicht so einfach. Schon als Teenager hatte man Charlene Genova gesunde Zähne gezogen, um im Kiefer Platz zu schaffen. Ohne Erfolg. Und jetzt lehnten verschiedene Kieferorthopäden eine Behandlung rundweg ab oder kündigten komplizierte Operationen an. Fast hätte Charlene Genova die Hoffnung auf schöne, gerade Zähne schon wieder aufgegeben, bis sie den Paderborner Kieferorthopäden Dr. Mohamed Nasef kennenlernte. Man sah schon die Verzweiflung auf ihrem Gesicht. Wenn sie lächelt, natürlich ist das Bild ein bisschen verzerrt. Und sie hat ihre Geschichte erzählt, dass sie eine erste Behandlung hatte und dann kam Rückfall danach nach einiger Zeit. Und man konnte ihr nicht helfen. Und als ich das gesehen habe, ich wusste, dass ich ihr helfen kann. Mit seinem Praxisteam verfolgt Dr. Nasef das Konzept einer sanften Kieferorthopädie. Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist Geduld. Hallo, bitte schön. Ich habe jetzt gleich einen Termin. Ja, super, alles klar. Regelmäßig musste Charlene Genova in die Praxis kommen, 2 Jahre lang. In dieser Zeit wurden die Zahnspangen immer wieder neu eingestellt, der Kiefer geweitet und die Zähne gerichtet. Fotos dokumentieren den Behandlungserfolg. Wir behandeln ohne Zähne ziehen. Es wird für die Kieferorthopädie sehr viel gesunder Zähne gezogen, werden sehr viel gesunder Zähne gezogen, um Platz zu schaffen. Das wird so in den Unis gelehrt. Es ist auch vielleicht bei dem einen oder anderen Fall notwendig. Es ist aber bei den meisten Fällen nicht notwendig, sogar kontraproduktiv. Sehen wir hier an so einem Fall. Man sieht hier, wie schmal der Zahnbogen ist. Und nach der Behandlung, wie die Form sich geändert hat, breiter. Dadurch haben wir Platz gewonnen. Das sieht man hier anhand des Lachfotos, dass das Lächeln etwas breiter erscheint. Am Anfang war viel Zahnfleisch zu sehen, die Seitenzähne waren nicht richtig sichtbar und jetzt durch die Dehnung, die Erweiterung des Zahnbogens erscheint das anders im Gesicht. Seit 2014 ist die Praxis Dr. Nasef kontinuierlich gewachsen. 20 Mitarbeiter, darunter 3 Ärzte, kümmern sich um die Patienten. Zur Ausstattung gehören eigene Labors, 6 Behandlungsräume und digitales Röntgen. Das Wichtigste aber ist der Grundsatz einer ganzheitlichen Zahnmedizin, wie bei Charlene Genova. Ich war bei vielen verschiedenen Kieferorthopäden und jeder von denen hat was anderes gesagt. Der eine wollte den Kiefer brechen, andere wollten Zähne ziehen oder es halt gar nicht behandeln erst. Dann war ich sehr skeptisch und wollte das dann nicht mehr machen und bin dann auf Empfehlung zu Dr. Nasef gekommen. Und der wollte das dann direkt behandeln und hat doch gesagt, dass das klappt. Und daraufhin haben wir das Ganze dann gemacht und jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehr, keine Nackenschmerzen mehr und vor allen Dingen auch gerade Zähne. Und so ist Charlene Genova froh, dass sie nicht aufgegeben hat bei der Suche nach einem Kieferorthopäden, der ihr wirklich hilft.